Hallo, hier ist euer Felix. Heute zum Thema Achsenmessung bei Mercedes CLA 180. Herausforderung oder Besonderheit bei Mercedes Achsenmessung ist im Endeffekt, wir müssen ja die Neigung messen. Und zwar müssen wir Neigung messen an gewisse Fahrwerksteile, wie entweder an die Antriebswelle oder an den Querlenker. Wenn man das nicht richtig misst und schätzt, kannst du so wie hier, das Fahrzeug war in einer anderen Werkstatt, sieht man einmal hier die Vorderachse und einmal die Hinterachse, dass man einfach Werte außerhalb von der Toleranz sind. Ist eigentlich deutlich aufwendiger, auch für uns als Werkstatt, weil man einfach zum einen das Gerät kaufen müsste und haben müsste. Aber auch dann nachher zu messen, man muss gucken, welche Messpunkte sind die richtigen Messpunkte. Und jetzt zeigen wir euch Schritt für Schritt, wo wir es messen. Wir machen die Eingangsvermessung und bewegen das Fahrzeug in die richtige Richtung. Wir setzen einmal den Spanner ein für die Bremse und haben auch die Lenkradwaage schon in Position gebracht. Wir lösen die Fixierung von der Platte. Wir drehen das Lenkrad einmal nach links und dann anschließend nach rechts. Und danach in die Mitte. So, den Lenkradfeststeller haben wir eingebaut. Was immer wichtig ist bei Mercedes, dass wir den entsprechenden Fahrwerkscode richtig auswählen. Bei uns ist jetzt der Fahrwerkscode 677, steht für Avantgarde Fahrwerk. So, wir geben das Fahrzeugniveau ein, beziehungsweise die Winkel und messen mit dem Rohmes Winkelmesser einmal die entsprechenden Punkte, damit wir eine korrekte Achsenmessung durchführen können. Unser Gerät zeigt uns schön, mit dem wie wir es machen müssen, beziehungsweise die Anleitung, einmal die Messpunkte vorne aufzunehmen. Und nachher auch die Messpunkte hinter, wie das vorzugehen ist. Die Neigung messen, wir haben die Punkte schon vorgegeben. Hier haben wir 0,8, 0,9. Und wenn man jetzt mal hier hochschaut, sieht man eigentlich schön, wie die Punkte vorgegeben sind, an den entsprechenden Lenker zu messen. Das ist jetzt an der Vorderachse, jetzt messen wir erstmal die Vorderachse und geben die Werte ein, machen das noch rechts und links. Und dann gehen wir an die Hinterachse und messen genau das Gleiche. Wir zeigen es euch jetzt hier nochmal vorne rechts, genau. Punkte stimmen. Und hier haben wir jetzt 0,7 an Wert. Genau. Und jetzt tragen wir die Werte ein. Also 0,8, 0,9 vorne links, 0,7 vorne rechts. Jetzt gehen wir an die Hinterachse. So, wir messen die Hinterachse genau unterhalb vom Stoßdämpfer und haben einen Wert von minus 5,7 Grad. So, wir wollten jetzt im Endeffekt das Fahrzeug einstellen, nachdem wir es vermessen haben. Eingangsvermessung haben wir jetzt durchgeführt. Vermessen können wir nicht, und zwar gibt es verschiedene Gründe. Wir fangen erstmal mit der Hinterachse an, dass wir die Hinterachse einstellen, dass die Hinterachse im Endeffekt sauber läuft. Und dann gehen wir vorne an die Vorderachse zum Einstellen. Wir haben mit der Hinterachse haben wir das Problem hier, dass wir den Sturz hier zwar minimal, aber er ist außerhalb der Toleranz. Sturz-Hinterachse ist nicht einstellbar, das heißt, man muss erstmal gucken, gab es da einen Anstoß, gibt es da ein größeres Problem vom Fahrwerk. Was man aber wissen, dass da schon mal jemand dran war an dem Fahrwerk. Das heißt, Hinterachse müssen wir erstmal mit dem Kunden abklären, was ist die Ursache. So, jetzt gehen wir einfach mal an die Vorderachse. Wir gehen davon aus, dass man die Hinterachse gut ist. Gehen wir an die Vorderachse, schauen uns die Vorderachse an, die Vorderachswerte. Und wir sehen eigentlich, außer die Gesamtspur, die hopst da hier ein bisschen hin und her. Die Gesamtspur passt, aber dafür passt halt weder der Sturz noch die Spur. Wir fangen an mit dem Sturz. Sturzeinsteller gibt es die Möglichkeit, hier die zwei Schrauber zum Lösen von der Verschraubung Stoßdämpfer zu Radlagehäuse. Allerdings kriegen die Schrauber, sehen wir jetzt wieder an der schönen Zeichnung, das sind die Schrauber hier, kriegen 110 Newtonmeter plus 90 Grad. Das heißt, wir haben hier den Schrauber. Wenn wir es machen wollen, müssen wir uns erst Schrauber bestellen. Macht ja aber jetzt, haben wir. Ich weiß, wir haben keine Schraube da. Wir sind ja eigentlich nicht davon ausgegangen, dass wir die Schrauber brauchen. So, jetzt müssen wir erstmal einmal abklären. Gab es mal einen Unfall mit dem Fahrzeug? Müssen wir Schrauben uns besorgen und einfach so gewisse Eckpunkte abklären,
wo das Problem ist. Wenn du auch siehst, zwar passt die Gesamtspur, ja, aber der das damals vom Messer hat, der hat halt nicht gesehen, dass die Einzelspur nicht passt. Von dem her leider Abbruch, Eingangsvermessung durchgeführt, aber Abbruch, wenn wir einfach gewisse offene Parameter noch haben. Aber was wir auch bei der Eingangsprobefahrt gemacht haben, ich habe eine Eingangsprobefahrt gemacht, einfach zum Feststellen, wie steht das Lenkrad, haben wir schon ein leichtes Klackern, Poltern feststellen können. Das heißt, was bringt es uns jetzt, also der Kunde wollte dann trotzdem Vermesser haben, was bringt es uns eigentlich jetzt den großen Zeitaufwand zum Spendieren, eine Achsvermessung zu machen und wenn er eine Achsfahrwerksteile getauscht hat, das gleiche wieder. Macht keinen Sinn, bei dem muss man einfach sagen, stopp, mich stoppt hier, der muss mal einen längeren Termin machen und müssen wir erstmal Diagnose machen, zum einen Hinterachse, Klackern an der Vorderachse. Und dann können wir gerne eine Achsvermessung machen nach Herstellervorgabe mit neuen Schrauben. Dann kann der Kunde wieder mit einem Lenkrad, wo geradeaus lenkt, fahren. In diesem Sinne, bis bald, euer Felix.